coole Bühne. Du legst los mit ein paar Charts oder, wollen wir direkt losreden? Genau, ich hatte überlegt, ob die Leute hier überhaupt wissen, was wir so machen. Und dachte mir, damit die Diskussion auch nicht zu sehr verengt wird, nur auf das Thema Online-Marketing, erzähle ich eingangs mal ein bisschen was wir so in den letzten, ich würde sagen, 3 Jahren aufgegleist haben. Dann, glaube ich, kann man auch ein bisschen breiter diskutieren, auch über so ein Thema wie AdTech. Es ist gar nicht so einfach, im Sitzen zu präsentieren. Vielleicht um grundsätzlich die Herausforderungen in unserer Firma ein bisschen zu schildern, lohnt es sich manchmal doch auf die Zahlen zu schauen. Wenn man nur den Umsatz betrachtet, wenn man die Anzahl der Mitarbeiter betrachtet, wenn man die Ergebnisentwicklung sich ansieht, am Ende auch sowas wie Marktkapitalisierung, haben wir innerhalb von 3 Jahren einen extremen Transformationsprozess hingelegt mit der Firma. Und ich glaube, in einem börsennotierten Unternehmen schaut man natürlich immer sehr, sehr stark auf die Zahlen. Aber das eigentlich Interessante ist die Mitarbeiterentwicklung und der Anteil unserer Digitalumsätze. Wir werden in diesem Jahr, wenn man die Ergebnisse betrachtet, wahrscheinlich so bei knapp 50% Digitalanteil sein. Und vor nicht mal 3 Jahren waren wir erst bei 5%. Das erklärt vielleicht ein bisschen, welchen enormen Wandel wir als Firma auch vollzogen haben. Und ich glaube, das, was nach außen oft sichtbar wird, ist, dass wir relativ viele Firmen gekauft haben. Ich habe leider nicht alle draufgekriegt. Das ist jetzt nur so ein kleinerer Auszug von dem, was wir gemacht haben. Und unser CEO und Unternehmensgründer Udo Müller ist jemand, der vor, glaube ich, 25 Jahren angefangen hat, den Außenwerbemarkt zu konsolidieren. Das ist einfach ein begnadeter Dealmaker. Und für ihn ist eigentlich jede Woche, wo er nicht eine Firma kauft und einen Deal machen kann, ist eine verlorene Woche. Und insofern sind wir seit 3 Jahren einfach intensiv daran zu überlegen, wie kriegt man ein bisschen mehr Struktur in den Digitalmarkt rein. Das sieht jetzt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen wild aus, aber das, was wir an Zielen strategisch verfolgen, hat schon einen relativ klaren Hintergrund. Denn momentan versuchen wir die Firma in 5 grundsätzliche strategische Felder zu entwickeln. Das erste Feld ist das ganze Thema Außenwerbeinfrastruktur. Wir haben in Deutschland ungefähr 230.000 Werbeflächen. Historisch waren es mal nur Holzflächen, die mit Papier geklebt wurden. Womit wir seit 4, 5 Jahren anfangen, ist, die Flächen zu digitalisieren durch LCDs, LEDs. Jetzt in letzter Zeit auch, indem wir Beacons dort installieren. Das heißt, das, was klassischerweise Außenwerbung war, wird mehr und mehr digital und damit ein Teil einer digitalen Infrastruktur. Und vielleicht spricht man bald auch darüber, dass so anständige Werbekampagnen über 3 Screens Cross-Device aussteuerst, nämlich über mobile Endgeräte, über Homescreens, aber eben auch über Public Screens. Und den Teil des Marktes haben wir historisch gut besetzt und versuchen, den weiter zu digitalisieren. Das zweite Thema, damit haben wir so vor 1,5 Jahren begonnen, ist, uns intensiver mit Content zu beschäftigen und am Ende dem Traffic, der dadurch auf digitalen Assets entsteht. Also bei uns sind mittlerweile Portale wie T-Online, Giga, Kino.de, Spieletipps. Zuletzt haben wir auch Statista übernommen, die sozusagen Statistik-Content, aber eben nicht werbefinanziert aufgleisen, sondern über Subscription-Modell. Also wenn man so will, kombinieren wir in der realen Welt Infrastrukturgeschäften Digitales mit digitalen Assets in der Online-Welt, wo der Traffic entsteht, der sich auch wieder monetarisieren lässt. Und das machen wir auf 2 Ebenen. Zum einen in dem ganzen KMU-Bereich, also in kleinen lokalen Märkten, wo wir in 40 Büros mittlerweile 800 Leute im Lokalvertrieb haben, 400 outbound, 400 inbound, um Kunden sowohl Außenwerbeprodukte als auch digitale zu verkaufen. Ja, Kunden, die vielleicht historisch gar nicht geworben haben oder 3-mal im Jahr eine Anzeige im Wochenblatt geschaltet haben, werden von uns besucht und wir versuchen denen zu helfen, dass sie besser gefunden werden, sowohl mit ihrer digitalen Präsenz als auch am Ende mit ihrem Store oder Shop in der Stadt. Das vierte Feld ist nationale Vermarktung. Das ist, glaube ich, das, was zum Teil am präsentesten eben ist, dass wir für Agenturen, nationale Werbung treibenden Angebote haben, historisch nur im Außenwerbebereich, mittlerweile eben auch im Online-Bereich. Das ist ein wichtiges Feld, was aber eben auch funktioniert in vielerlei Hinsicht, weil es in Kombination steht zu den ersten 3 gezeigten. Und weil wir schon auch merken, dass, und das haben wir im Online-Bereich
gespürt. Du kannst auch, selbst wenn du als Firma nicht super viel Know-how in einer bestimmten Kategorie hast, wenn einmal eine disruptive digitale Welle in ein bestimmtes Marktsegment kommt, muss es nicht immer so sein, dass die historischen stärksten Marktplayer plötzlich das Rennen gewinnen, sondern es kann auch mal ein Außenseiter eine wirklich wichtige Rolle spielen. Wir hatten zumindest das Gefühl, wenn du, wie der Philipp gesagt hast, ein bisschen Eier hast, kannst du auch als Außenwerber im Online-Bereich ein bisschen aufräumen. Und wir glauben, es gibt vielleicht noch andere Bereiche im Markt, wo nicht primär historisches Know-how wichtig ist, sondern die Veränderung zu erkennen und als Firma einfach dynamisch aufgestellt zu sein und in der Lage zu sein, auch Risiken einzugehen. Ja, deswegen investieren wir zum Beispiel in Firmen, die noch keiner so kennt wie Conexus, das ist der Marktführer in Skandinavien für E-Education. Ich glaube, der Scott hatte vorhin auch erzählt, dass es ein interessanter Wachstumsmarkt sein kann, wo wir einfach versuchen, in Bereichen, wo wir gute Leute finden, gute Firmen, auch zu investieren und zu sehen, ob sich daraus vielleicht ein sechstes, ein siebtes Geschäftsfeld entwickeln lässt. Und was wir oft gefragt werden ist, wenn er so viele Firmen übernimmt, wie löst er die Themen mit der Integration? Und ich habe da bei Vine ein Video gefunden, was unseren Integrationsprozess eigentlich ganz gut beschreibt. Ja, da kommt irgendwo eine neue Firma her, klar, muss integriert werden, schwupp, ist integriert. Und dann geht das Geschäft einfach weiter. Ja, ist eigentlich gar nicht so komplex, wenn man nicht versucht, Post-Merger-Integrations aufzusetzen mit Beratern, komplexe Strukturen, Prozesse, sondern einfach schaut, wie kriege ich neuen Firmen bestmöglich geholfen und wie kriege ich die dann entsprechend weiterentwickelt. Ja, nicht immer ist nur Struktur und Prozess entscheidend, sondern so ein bisschen kreative Anarchie führt im Digitalbereich aus unserer Sicht auch da und dort ganz gut zum Erfolg. Und insofern, glaube ich, wird im Kontext von klassischen Medienunternehmen sehr, sehr häufig über digitale Transformation geredet. Wenn ich versuche, unseren Ansatz zu beschreiben, ist es, glaube ich, gar nicht so sehr Transformation, sondern eher Transaktion. Du musst einfach was machen, loslegen und dir dann überlegen in etwa, wo du hin willst. Aber alles andere hat sehr viel mit dem Doing zu tun. Es ist eben, Theorie ist immer ein interessanter Teil, aber nicht der allein entscheidende. Du musst es am Ende machen und das, glaube ich, ist im Digitalbereich wichtiger als alles andere. Deswegen, glaube ich, kommen wir auch ganz gut mit Start-up-Kultur oder kleineren Unternehmen klar und versuchen das Unternehmen, so gut es geht, in den 5 skizzierten Feldern auch weiterzuentwickeln. Vielen Dank, ja, nicht so schlecht. Du hast jetzt, glaube ich, noch nicht gesagt, um das nochmal zu erwähnen, ich weiß nicht, wie weit das wirklich korreliert, aber als du zu Ströer dazugekommen bist, da war, glaube ich, die Marktkapitalisierung bei ungefähr 300 Millionen. Heute ist sie bei 2,8 Milliarden. Da irgendwie ganz falsch kann das nicht sein, was du so erzählst, offensichtlich. Ja, oder ich weiß nicht, was ich tue und war einfach nur glücklicherweise zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Fleck. Weil, vielleicht auch das. Manchmal merkst du auch, man darf nicht so sehr drauf schauen, wo du vielleicht gerade stehst, sondern was du als Potenzial hast. Und ich glaube, Ströer hat über 20, 25 Jahre einfach im Außenwerbebereich, aber ich im Gesamtmarkt, eine Position aufgebaut, die war immer viel, viel mehr wert als 300 Millionen Euro. Ich glaube, die letzten 3 Jahre haben nur mehr Menschen oder Investoren und Anleger auch erkannt, dass es tatsächlich so ist. Aber diese ganzen Anleger, die das alle so sehen, die dürften jetzt zum Beispiel nicht Scott Galloway zuhören. Wenn man dem folgt, dann ist ja für euch mehr oder weniger der Ofen bald aus, weil nur noch Google und Facebook da unterwegs sind. Oder die anderen beieinander. Ja gut, da kann ich nur sagen, on the long run, we are all dead. Also die Frage ist ja nur, wenn ich langfristig ohne den Tod bin, wie gestalte ich denn die Strecke bis dahin? Und da sagen wir, dann machen wir lieber mal ordentlich Rabatz und schauen mal, ob nicht doch irgendwas was möglich ist. Und aber wenn man genau auf das schaut, was wir machen, glaube ich, suchen wir uns schon Felder aus, die eben nicht so einfach angreifbar sind durch große, in USA sitzende, tech-orientierte Unternehmen, weil ich glaube nicht, dass Google und Facebook Lokalvertriebe in Deutschland aufbauen werden. Ich weiß auch nicht, ob beide Firmen Interesse haben, jedes Geschäft im nationalen Werbemarkt zu machen. Ich glaube auch, dass Sprache und Kultur in dem Content- und Publishing-Bereich eine wichtige Rolle spielt und dass es nur noch globale Plattformen gibt, da glaube ich am Ende auch nicht dran. Und von daher ist überhaupt keine Frage, dass die Firmen immer stärker werden.
aber jenseits der Firmen gibt es genug Marktsegmente, die für die nicht relevant sind und wir versuchen uns auf die zu konzentrieren, aber wir wollen auch eigene Entscheidungen treffen und ich glaube einfach immer nur sich vor den Großen ins Höschen zu machen, ist irgendwie eine schlechte Strategie. Dann ist der Weg hin zum Sterben ziemlich langweiliger. Vielleicht, Christian, eine Frage, die ja, den Markt so ein bisschen bewegt. Man hört, ihr baut sehr viel an eigener Technologie. Wäre mal sehr interessant zu verstehen, auch von dem, was Scott Galloway gesagt hat, versucht er wirklich ein Full-Stack-AdTech-Anbieter zu werden? Vermutlich nein. Aber was ist sozusagen eure Überlegung? Wieso baut ihr Technologie und was für Technologie ist das? Und wieso glaubt ihr sozusagen, dass ihr das braucht, um sag mal, in der Google-Facebook-Welt zu überleben? Also ich glaube, das wäre für viele hilfreich, da mal so eure Überlegung zu verstehen. Ja, ich glaube, wir sind kein AdTech-Unternehmen. Wir haben auch keine AdTech-DNA und wir wollen es auch gar nicht werden. Aber ich glaube, wir haben am Ende eine Vermarktungs- und Monetarisierungs-DNA, Vertriebs-DNA. Und da merkst du eben, dass heute auch durch Digitalisierung das Thema Technologie und Daten eine wichtige Rolle spielt. Und ich glaube, manche Themen in der Vermarktung kannst du nur glaubwürdig und sinnvoll lösen, wenn du auch ein paar Leute hast, die davon was verstehen. Und wir glauben halt, dass jenseits von globalen Standardlösungen, sowohl für Publisher zum Beispiel, aber auch für Werbungtreibende, wirklich individualisierte Themen immer wichtiger werden. Und da merken wir halt, wenn wir in so eine Richtung gehen, liefern uns ja, die Tech-Lösungen von globalen Unternehmen nicht immer konsistent das, was wir brauchen. Von daher wollen wir nicht wirklich mit denen konkurrieren, sondern in bestimmten Bereichen einfach hinreichend gute, auf uns zugeschnittene Lösungen haben, die es uns erlauben, einfach unser Geschäft besser zu betreiben. Und wir sind natürlich auch in der Schnittlinie zum Beispiel zwischen Außenwerbung und Online und bauen gerade mit einem kanadischen Unternehmen an einer SSP-Lösung für unsere digitale Außenwerbung. Das wird gerade auch an die ersten Agentur-Online-Trading-Desks angeschlossen. So. Wie lange dauert das noch, bis jetzt sozusagen das Startup draußen Ströer Außenwerbung per DSP buchen kann? Ich glaube, dass wir im zweiten Quartal so weit sind, die ersten Sachen da zu starten. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die entstehen gerade erst und die möchten wir, weil wir auf vielen zentralen Assets sind, die wir auch voll kontrollieren, schon auch ein Stück weit mitgestalten, weil wir auch so genug davon verstehen, dass wir vielleicht eine bessere und individualisiertere Lösung finden, als jetzt ein globales Tech-Unternehmen, das ohne Zweifel endlos viel mehr Entwickler hat. Nur das Thema bei uns spielt für die auch eine endlos kleine Rolle. Und damit muss man irgendwo auch sehen, wie man umgeht. Heißt aber eben nicht, dass wir wirklich ernsthaft überlegen, wie muss ich mich technologisch gegen Google und Facebook aufstellen. Ich glaube, das macht dann keinen Sinn, sondern zu sehen, wo hören deren Geschäftsmodelle auf und wie kann ich mich da sinnvoll orientieren. Was mich interessieren würde, ist, also jetzt habt ihr eine Menge Akquisitionen. Ein scheiß Platz hier, ich muss mich hier dauernd hin und her drehen. Ja, jetzt habt ihr eine Menge Akquisitionen gemacht und es gibt so die Legende im Markt, dass euer größter Shareholder, der Udo Müller, so ein bisschen über die Veranstaltung geht, bei uns vielleicht gestern oder über die New Mexico oder so und so guckt, ach, das sind coole Firmen, die kaufen wir mal, macht einen roten Punkt an den Stand und dann wird die nachher gekauft, so ungefähr, so Live-Shopping sozusagen. auf der Messe und dann musst du nachher da sehen, dass du mit den ganzen Firmen dann klarkommst. Wie schafft man das kulturell? Und vielleicht noch zweites Insight, was ich gestern Abend gehört habe, war ich total überrascht. Wir waren ja gemeinsam am Abendessen und dann bist du nach Hause gefahren und wir standen halt beide draußen bei den Fahrern und dann hast du dem Fahrer gesagt, ich muss ins Motel One. Und da dachte ich mir, habe ich mich jetzt gerade verhört? Oder fährt der Kollege Schmalzel jetzt wirklich ins Motel One? Und das war dann wohl so. Und also so diese Kultur. Ne? Jetzt kommen da neue Firmen rein, ihr kauft da schon relativ wild zu und dann muss man da erfolgreichen Gründern dann auch verkaufen, dass sie auch im Motel One übernachten sollen? Oder wie macht man das? Wie kriegt man so eine Kultur rein? Na, ich glaube, das Kultur kriegst du heute nicht mehr von oben nach unten verordnet. Ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit von großen Unternehmen, die versuchen, so Corporate Structures am Leben zu halten in einer Welt, die sich auch durch Digitalisierung ändert. Und ich glaube, man muss sich genau überlegen als Firma, welchen Sinn hat es, wenn sich alle total konform verhalten. Ich glaube, es gibt ein paar Basics, die müssen irgendwo eingehalten werden. Aber jenseits davon, glaube ich, ist wichtig, dass du einfach die individuellen Stärken unterschiedlicher Leute, aber auch unterschiedlicher Firmen nutzt. Ja, wenn es die Leute zu bunt treiben, klar, muss man ein bisschen eingreifen, aber bei dem Tempo zum Beispiel, das wir im Akquisebereich haben, kannst du gar nicht den Anspruch haben, irgendwie eine römische Armee aufzubauen. Ich weiß auch gar nicht, ob es
eine römische Armee in einem digitalen Zeitalter wirklich erfolgreich sein kann, weil du merkst, die Märkte verändern sich so schnell, dass du sehr flexible Einheiten brauchst. Du musst vielleicht auch morgen wieder das über den Haufen werfen, was du gestern erst entschieden hast. Und ich glaube, Schwärme sind da zum Teil anpassungsfähiger, also römische Legionen, weil die sich schneller auf neue Situationen einstellen können. Und ich glaube, das gilt auch für eine Kultur. Man muss einfach akzeptieren, dass eine Firma nicht mehr komplett uniform organisiert ist, weil, wie in unserem Fall, die Leute auch sehr, sehr unterschiedliche Dinge machen. Also jemand, der sich mit dem Bekleben von Litfaßsäulen beschäftigt, der hat andere Probleme als jemand, der an einem RTA-Stack baut. Und jemand, der als Betreuer jemanden in der Stadtverwaltung hat, weil wir dort den Mehrwertvertrag halten, ja, der tickt ganz anders. Neulich hatte sich jemand aus einer Kommune bei mir beschwert, weil schon wieder die Ansprechpartner wechseln. Ja, der nette Herr war, glaube ich, 61. Und dann habe ich dem gesagt, ja, wo ist das Problem? Dann hat er gesagt, er ist jetzt seit 30 Jahren in dem Job in der Gemeinde und jetzt hat er vom Ströer doch allen Ernstes zum dritten Mal eine neue Person vorgestellt gekriegt in 31 Jahren. Ja, die Onliner sagen mir nach 1,5 Jahren, sag mal, kann ich irgendwo was Neues machen, mir wird es langsam langweilig. Also wie soll eine einheitliche Kultur dafür aussehen? Du kannst immer nur schauen, dass entsprechend der jeweiligen Firmenbereiche das so strukturiert ist, dass es Sinn macht. Und man muss damit leben, dass Menschen eben unterschiedlich sind. Ich glaube, dann, und das als Grundkulturprinzip kann dann auch funktionieren. Eine Frage, die mich so ein bisschen umtreibt, also ich versuche zum Teil Technologieanbieter zu sein, zum Teil habt ihr eine sehr saleslastige DNA und dann besitzt ihr auch Content-Seiten. Google besitzt keine Content-Seiten. Wieso macht ihr das? Also ihr kauft ja Erdbeer-Lounge und was auch immer, regelmäßig Content-Seiten dazu. Was ist die Überlegung? Wieso glaubt ihr, dass ihr das braucht? Also ich glaube, mit einer reinen Drittvermarktung kann es manchmal schwer sein, langfristig auch immer wieder die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir glauben einfach, dass es schon in der Entwicklung von Werbelösungen super hilfreich ist, wenn du zumindest in Teilen auch selber Publisher bist und vermarktest. Ja, man merkt bei so Themen wie Native Advertising, auch bei der Frage, wie gehe ich mit Adblocking um, haben eigentlich Publisher und Vermarkter zum Teil ähnliche Aufgabenstellungen. Wenn sie die gemeinsam lösen, kommst du deutlich schneller weiter. Das ist neben Margengesichtspunkten somit eine unserer Überlegungen, weil wenn du nur ein reiner Drittvermarkter bist, ist es natürlich viel, viel schwieriger, überall auch zusätzlich noch da die Investitionen zu tätigen. Wenn du aber das, was du investieren musst an der Schnittstelle, im Prinzip nur einmal machst, aber auf Publisher- und Vermarkterseite nutzen kannst, ist es was aus unserer Sicht Sinn macht. Gibt aber eben auch noch die Überlegung, dass wir auf unseren Public Screens auch mehr und mehr Inhalte zeigen, weil wir eben sehen, dass nur Werbung dort weniger gut funktioniert, als wenn du auch Inhalte mit Werbung kombinierst. Wenn ich Inhalte schon auf digitalen, also auf Online-Assets herstelle, kann ich die natürlich super auch auf Public Screens nutzen. Und da versuchen wir einfach in allen Bereichen auch Synergien zu finden und uns so diversifiziert aufzustellen, dass wir gerade auch gegen globale Player nicht so einfach angreifbar sind. Ja, hätten wir nur Inventar, wären wir in einer ganz anderen Konkurrenzsituation, zum Beispiel mit Firmen wie Google. Hätten wir nur Publisher-Themen, ja, hätten wir in der Vermarktung vielleicht da und dort andere Probleme oder in der Art, wie wir Traffic absichern. Und da glauben wir, ist die Aufstellung, die wir gefunden haben, eigentlich für unser Geschäft eine relativ sinnvolle. Und ihr wollt ja noch tiefer in die Wertschöpfung. E-Commerce macht ihr demnächst, das freut mich natürlich sehr. Gibt ja nicht viele, die sich da reinwagen in dem Bereich gerade, also sozusagen von neuen Spielern. Was ist da zu erwarten? Also ich glaube, E-Commerce greift wahrscheinlich ein bisschen zu weit. Wir versuchen halt zu verstehen, wie wir den Traffic auf unseren Publishing-Assets bestmöglich monetarisieren können. Und wenn ich feststelle, dass ich auf einem bestimmten Portal unheimlich viel Affiliate-Erlöse aus dem Gaming-Bereich habe und ich dann feststelle, bei so Gaming-Accessories gibt es extrem gute Margen, dann kann ich vielleicht einmal darüber nachdenken, ob es Sinn macht, nicht nur die Affiliate-Kohle mitzunehmen, sondern auch ein Stück weit tiefer in die entsprechende Wertschöpfung reinzugehen. Insofern, E-Commerce per se ist, glaube ich, ein Thema, was man sich sehr, sehr vorsichtig anschauen muss. Aber ausgehend von den Assets, schmerzhaft. Aber ausgehend von den Assets, die man hat, wirklich in bestimmten Nischen, wo auch ein deutscher Mittelständler sehr gut sich bewegen kann, sich die rauszupicken und es selektiv zu machen, wo es einfach im Gesamtkonstrukt Sinn macht, das ist schon was uns interessiert. Und
aus der Logik hat auch zum Beispiel eine Akquisition wie Statista für uns Sinn gemacht, ja, weil da passt das sehr gut rein. Und Subscription-Erlöse in Kombination mit eher kurzfristig getakteten Werbeerlösen, nationale Vermarktungserlöse mit wenigen Kunden, die große Tickets haben, kombiniert mit Tausenden von kleinen Kunden lokal, ist einfach eine Mischung, die uns als Firma unabhängig machen und die uns gleichzeitig den Spielraum auch gibt, nach vorne weiter aggressiv zu wachsen. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, sag mal, jetzt habt ihr viel gekauft, was war denn das Beste, was ihr gekauft habt? Also irgendwie war alles super. Ja, aber natürlich, ja, wie immer. Also ich glaube, es ist schwer zu sagen. Ich persönlich glaube, dass das, was, wo der größte Wert unserer Firma steckt, am Ende in dem, wo wir herkommen. Und das ist sicherlich diese Außenwerbeinfrastruktur, aber es ist auch der lokale Markt, lokale Kunden, das KMU-Geschäft. Wenn ich das als Basis nehme, glaube ich einfach, dass zum Beispiel eine Akquisition wie Regiohelden für uns super Sinn gemacht hat. Und wenn man vielleicht in 10 Jahren auf unser Geschäft schaut, wird man sagen, das war rückwirkend vielleicht wirklich eine der smartesten Akquisitionen, weil die bestehende lokale Vertriebsinfrastruktur aus dem Außenwerbebereich mit langjährigen Kundenbeziehungen optimal genutzt wurde mit digitalen Produkten und wir genau das kombiniert haben, auch in einer Akquisition, was Sinn macht. Gute Produktleute, ja, Digital Natives, die wirklich verstehen, wie du mit dem richtigen Aufwand Dinge designst, aber eben kombiniert mit einer Flächenstrukturstärke, die wir als klassisches Unternehmen eingebracht haben. Aber ist jetzt auch nur ein Beispiel von wahrscheinlich einigen. Man weiß oft eben erst hinterher, was rauskommt, aber ich glaube, das war sicherlich was insgesamt Sinn gemacht hat für uns. Alles klar, ich kann ganz guck mal kurz an die Bar. Michael, habt ihr so ein bisschen was? Ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ihr baut hier gerade sowas wie Yahoo. Ne? Die waren mal was und haben dann ganz viele tausend Sachen dazu gekauft und sind jetzt die wichtigste Recruiting-Firma für die Band of Four. Was macht ihr, damit ihr nicht die wichtigste Recruiting-Firma für die Band of Four in Deutschland werdet? Wie haltet ihr eure Leute? Die sind im Earnout irgendwann, ihr kauft ihnen die Firmen ab, habt da so eine Tapete, da gehen die irgendwie unter. Philipp hat es angesprochen, was ist eure Kultur, was ist euer Belief, woran glaubt ihr, außer an, dass ihr jetzt der größte Advertiser seid? Also Größe per se hat ja keinen Wert, aber ich glaube, es gibt drei Sachen, an denen vor allem junge Leute Spaß haben, die in dem digitalen Business unterwegs sind. Ich glaube, das erste ist Erfolg. Ja, jeder, der hier ist, hat am Ende Bock, irgendwo erfolgreich zu sein und vielleicht mal hier mit dem Philipp auf der Bühne zu sitzen. Ja, und in dem Moment, wo unsere Firma insgesamt erfolgreich ist, glaube ich, sind wir attraktiv in Summe. Es ist eine interessante Plattform, wenn du weißt, irgendwie wissen die, wie es geht. Da kann ich mich wo andocken, wo Erfolg ist. Ich glaube, das Zweite ist, worauf junge Leute Bock haben und gerade Talentierte, ist Dynamik. Jeden Tag den gleichen Scheiß machen, je jünger die Leute werden, umso weniger Bock haben sie drauf. Ich glaube, wenn irgendeine Firma für Dynamik steht und auch dafür, dass man Mut zum Risiko hat, dann sind es wir. Also ich glaube, auch das kreiert eine spezielle Kultur. Und das Dritte ist, und das ist vielleicht die größte Herausforderung für uns, und ich weiß gar nicht, ob wir da so immer so super unterwegs sind, aber du musst den Leuten halt die richtige Mischung aus Rahmenbedingungen und Strukturen geben, aber ihnen trotzdem den Freiraum lassen, sich auch ein Stück weit selber einzubringen und zu verwirklichen. Ich glaube, das gelingt uns manchmal besser, manchmal weniger gut. Wir beschäftigen uns auch jetzt erst 3 Jahren intensiv damit, aber ich glaube, das sind so die 3 Erfolgsfaktoren. Und ich glaube, wenn wir die Dinge kombiniert kriegen, dann hast du auch nicht so sehr das Problem, gute Leute zu kriegen und zu behalten. Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung. Wie macht ihr das markentechnisch? Geht man heute auf strö.de, sieht man natürlich Out of Home, eure Heritage, von der ihr kommt, dann natürlich den Hinweis auf die Regionalwerbung, aber da findet ja digital unter strö.de nicht präsent statt. Das heißt, was ist da eure Strategie, die ganzen Zukäufe tatsächlich auch kulturell, aber eben auch markentechnisch zu integrieren? Also wenn ich mal ganz ehrlich sein sollte, ist jetzt so eine offene Flanke, ja? Weil wir haben einfach so viele Dinge, wo wir dann auch merken, das Thema Marketing und wie viele Marken brauche ich, will ich, so eine Sache, mit der wir uns jetzt gerade ehrlicherweise auch erst auseinandersetzen, wo wir auch noch nicht mal die richtige Lösung gefunden haben, ist richtig einfach den Leuten zu sagen, du, da steht Ströer drüber, alles andere ist unwichtig, vielleicht ist das das richtige Modell, vielleicht ist aber schon auch wichtig, ein paar Subbrands zu haben oder es gar nicht zu sehr zu differenzieren.
momentan, glaube ich, auch dem Tempo geschuldet, sind wir so ein bisschen anarchisch unterwegs und müssen uns da sicherlich auch damit beschäftigen, wie du Außenwirkung insgesamt auf Kunden, unterschiedliche Stakeholder, Mitarbeiter besser strukturierst. Aber es ist eben auch fairerweise ein Nebenaspekt von schnellem Wachstum, dass nicht alles perfekt ist. Ich glaube, das macht zum Beispiel auch den Charme hier von den Rockstars aus, dass du merkst, an vielen Stellen wird es immer professioneller und geiler, aber es ist eben auch noch irgendwie, fühlt sich noch so handgeklöppelt an. Und ich glaube, die Mischung ist es oft auch, die... Was? Das gibt's doch nicht. Muss ich mit meinen Dienstleistern nachbehandeln, ne? Also die Bühne ist schon super geil, aber ich meine... Meine Stimme ist im Arsch, okay. Kann ich kurz erzählen, dass du durch die Hintertür raus musstest? Weil so das ganze Toilettenthema im Backstage-Bereich, das hat der Philipp noch nicht im Griff. Ja? Da muss er mal so einen LKW-Reifen herhalten. Christian, ich hätte noch... Startup hier. Christian, ich hätte noch eine Frage. Bei der Vorstellung der Geschäftsbereiche gerade auf der Folie habe ich aufmerksam gelesen, dass datengetrieben eigentlich fast in jedem dieser Bereiche stand. Wie denkt ihr über die Nutzung von Daten nach? Ich glaube, das ist ein Thema, was wir so die letzten 12 Monate einfach gemerkt haben, dass in allen Geschäftsbereichen das Thema virulent ist. Und wir haben halt gemerkt, dass es sehr häufig auch einen riesigen Unterschied ausmacht. Wenn du Beacons in Außenwerbeträgern installierst, hast du plötzlich in Echtzeit über Mobile SDKs Reichweiten verfügbar. Das gibt plötzlich einen ganz anderen Blick auf die Vermarktungsmöglichkeiten. Wenn du im Publishing-Bereich aus der Vermarktung kommst, denkst du sehr stark in Behavioral-Daten. Wenn du plötzlich mit Subscription-Modellen arbeitest, merkst du, dass du viel tiefergehende Daten hast. Von daher sind wir gerade auch dabei, uns zu überlegen, wie kriege ich die einzelnen Themen da kombiniert und in Summe Mehrwert für die Firma geschaffen. Aber dass Daten eine zentrale Rolle spielen neben Inventar, davon sind wir absolut überzeugt. Mega, sehr, sehr gut. Ich kann nur sagen, also ich bedanke mich bei dir, dass du hier bei uns auf der Bühne das mal so super entspannt erzählst. Ich glaube, es gibt nicht viele Chefs von börsennotierten Firmen, die sich hier so locker hinsetzen und das dermaßen glaubwürdig und sympathisch rüberbringen. Ich kann nur sagen, für uns, also aus der Rockstars-Perspektive, ist natürlich genau das, was ihr macht, ist halt Rockstars. Einfach sagen, okay, eine gewisse Anarchie muss sein, wir gehen da rein, wir glauben an das Thema, wir denken mal die Dinge ganz anders als die anderen im Markt. Insofern wünschen wir euch natürlich massiv Glück dabei. Vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, da kann man nur klatschen.